Okay, lassen wir den Unsinn mal. Es geht hier um ein ernstes Thema. Und leider ist das, was ich dir da gerade gezeigt habe, Realität. Es gibt tatsächlich Menschen, die dir sowas erzählen wollen. Und natürlich, du brauchst nur an einem einzigen Seminar teilnehmen oder ein einziges Paket zu buchen. Für 17.000 Euro. Ja, nimm einen Kredit auf. Ja, eine Hypothek auf dein Häuschen. Ja, räum deinen Ehepartner das Konto leer. Und überweis es mir. Ich bin der Vicente und ich begleite dich durch den Dualseelenweg von Anfang bis zum Ende und weit darüber hinaus. Sogar noch viel weiter als das Gequake der Frösche. Nun, ich verrate dir heute ein Geheimnis. Du brauchst nur ein einziges Thema aufzulösen und du brauchst dafür nur einen einzigen Coach. Es ist klar, das bin ich, denn niemand anders kann dir dieses Thema nennen. Ist doch klar, oder? Und das einzige Thema, was du erkennen musst, ist, dass alles an dir liegt. Also, dass du von deiner Dualseele überhaupt getrennt bist, ist zu 100% deins. Und dass du unter der Trennung leidest, leider auch. Es gibt, wie gesagt, nur ein einziges Thema, was du zu lösen hast. Es geht darum, deinen ungeborenen Zwilling zu verarbeiten. Wenn du das einmal geschafft hast, ist alles gelöst. Dieses einzige Thema, was du zu lösen hast, das ist Karma. Du musst einfach alle deine früheren Leben aufarbeiten. Alle 763. Und wenn du damit fertig bist und auch diese Entschuldigung, die du damals nicht gemacht hast, als deine Dualseele 1422 an dir vorbeiging und du ihr einfach einen bösen Blick zugeworfen hast, ja, erst wenn du auch das gelöst hast, dann werdet ihr ein wundervolles Paar sein, denn merke, du bist schuld. Aber so magst du einwenden, es gibt doch keine Schuld. Und ich sage dir, schweig, Unwissende. Also diese unerleuchteten Aussagen, die bringen meine Verbindung ins Wanken. Natürlich gibt es keine Schuld. Karma ist ja auch keine Schuld. Karma ist, dass du für die Sünden deines vergangenen Lebens bezahlst. Achso, nebenbei, Karma ist was ganz anderes. Aber vielleicht merkst du, worum es hier geht. Es geht darum, dass das Einzige, was du tun musst, ist loslassen. Lass einfach los. Ja, du leidest doch darunter, also lass los. Lass in seiner Wege ziehen. Und vergnüge dich anderweitig. Und dann wird alles gut. Okay, lassen wir den Unsinn mal. Es geht hier um ein ernstes Thema. Und leider ist das, was ich dir da gerade gezeigt habe, Realität. Es gibt tatsächlich Menschen, die dir sowas erzählen wollen. Und natürlich, du brauchst nur an einem einzigen Seminar teilnehmen oder ein einziges Paket zu buchen. Für 17.000 Euro. Ja, nimm einen Kredit auf. Ja, eine Hypothek auf dein Häuschen. Ja, räum deinen Ehepartner das Konto leer und überweis es mir. Denn ich bin der dich retten kann. Der Einzige. Und wenn du das nicht tust, wenn du dir das nicht wert bist, dann wirst du nie, nie, niemals erlöst werden. Ja, es ist traurig. Und auch wenn ich es überspitzt habe, du wirst Menschen finden, die genau das behaupten, die sich genauso verhalten. Und dass es diese Menschen gibt, das liegt daran, dass genügend darauf reinfallen. Und wenn du solche Verhaltensmuster feststellst, also verbunden mit nur ich kann dir helfen und es gibt nur ein Thema, das ist so ganz typisch, dann halt dein Portemonnaie fest und renn weg, möglichst weit weg.
Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, aber dann werden diese Leute doch gebraucht. Ja, in gewisser Weise stimmt das auch. Wenn jemand auf sowas hereinfällt, dann hat er das gebraucht, um daraus zu lernen, ja. Aber tatsächlich, es wäre nicht nötig gewesen. Denn man kann einen schnelleren Weg gehen. Man kann eine Abkürzung gehen. Man muss nicht jedes Ding mitnehmen. Weil das dauert dann nur Jahrzehnte. Und das Karma-Karussell, das dreht sich dann Runde um Runde, Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt. Nun, ich gebe dir ein paar Grundsätze in die Hand. Es gibt keinen Retter, außer den, den du im Spiegel erblickst. Dieser Mensch, den du im Spiegel erblickst, das ist dein Coach. Tatsächlich nimmt er nicht mal Geld. Manchmal kann es sein. Das kommt vor, das ist normal. Dass du dir diesen Menschen im Spiegel anguckst und du findest es einfach nicht. Und dann kannst du dir auch schon mal einen anderen nehmen. Und das Thema, um das es sich dreht, das kannst nur du entdecken. Tatsächlich, diese Themen, die ich aufgezählt habe, die können sehr mächtig sein. Es gibt noch ein paar mehr. Wir müssen diesem Video nicht durch alles durchgehen. Aber tatsächlich bist du derjenige, der dieses eine Thema, und meistens sind es tatsächlich aber mehrere, aufspüren muss. Es ist nicht dein Coach, der dir sagt, das musst du auflösen. Und dann, ja, dann geht alles gut. Nachdem du mir irgendwie eine fünfstellige Summe überwiesen hast. Vergiss es, das braucht es nicht. Wie gesagt, manchmal brauchst du Hilfe, um drauf zu kommen. Das geschieht manchmal in einer einzigen Sitzung. Manchmal braucht es ein Wochenende oder eine ganze Woche. Aber das spielt keine Rolle. Es geht so schnell, wie es geht. Und deine Aufgabe ist es, die Reise zu genießen. Das klingt vielleicht etwas seltsam. Aber stell dir mal vor, du sitzt in einem Flugzeug und du willst zum Beispiel nach Elche, ja, irgendwo aus dem deutschsprachigen Raum nach Elche zu mir. Ja. Und du quälst dich in diesem Flugzeug und du versuchst, beim Start versuchst es zu unterstützen, damit es schneller geht. Und während des Fluges strengst du dich an, um dem Flugzeug Kraft zu geben. Und beim Landen, da bremst oder du gehst so richtig in deinen Sitz rein. Und du bist am Ende des Fluges, sagt, 2,5 Stunden oder so, ja. Ja, bist du fertig. Richtig fertig. Und weißt du was? Das hat dir nichts gebracht. Du hast nur gelitten, aber das Flugzeug ist dadurch keine Sekunde schneller oder langsamer gewesen. Vielleicht bist du von einem netten Steward bemitleidet worden und der hat dir eine Entspannungstablette gebracht, um deine Nervosität zu lockern. Aber mehr ist nicht passiert. Also schauen wir mal, worum es wirklich geht. Ja, die Dinge, die ich dir gesagt habe vorhin, ja, so scherzhaft, die sind wirklich tragend. Aber es gibt noch etwas, und das entdeckt man häufig erst sehr weit in dem Prozess drin, dass du von dem Prozess getragen wirst. Dass es keinen Grund gibt, dir Sorgen zu machen. Dass schon in der Begegnung mit deiner Dualseele doch klar war, dass das Ding gesteuert ist. Das war kein Zufall. Und die Ereignisse, die danach passieren, sind auch kein Zufall. Das musst du einfach nur in dir aufnehmen. Du wirst zu deinen Themen geführt. Du wirst zu den Menschen geführt, die dir helfen können. Wenn du nicht versuchst, deine Themen mit Gewalt zu lösen, dann geht der Weg auch viel schneller. Und selbst wenn er nicht schneller geht, dann geht er entspannter. Das Begreifen dessen ist ein gewaltiger Schritt und erleichtert dir so vieles. Manche sagen dazu, ja, das ist Geduld, das ist Hingabe. Ja, darüber habe ich schon geredet. Wenn man es so formuliert als Geduld und Hingabe, klingt das, als wenn du eine Aufgabe hättest.
Es klingt, als müsstest du dich anstrengen, Geduld und Hingabe zu haben. Und das Ganze noch in Leichtigkeit. Und dann wird das zum verkrampften Thema. Ich muss leicht sein. Ich muss Geduld haben. Nein, vergiss es. Du kannst nur leicht sein, wenn du leicht bist. Wenn du verstehst und wirklich fühlst, dass das Ganze spielerisch ist. Also, nehmen wir mal ein Beispiel. Im Laufe deines Prozesses kommt ein Brief vom Finanzamt. Sie schulden uns noch 20.000 Euro und wenn die nicht innerhalb eines Monats auf unserem Konto sind, dann pfänden wir ihnen das Haus weg. Ja, lach nicht, das sind typische Dinge im Prozess. Die wird sozusagen die Existenz verengt. Ja, und du denkst, ich bin verloren. Das kann auf vielerlei Weise geschehen. Aber das mit dem Finanzamt kommt durchaus vor. Aber der Punkt ist folgender. Genau das ist deine Aufgabe. Deine Aufgabe besteht darin, auch in diesen Situationen zu sehen, dass es geführt ist. Und dass du dir keine Sorgen machen musst. Und ich habe jetzt nicht gesagt, dass du nichts unternehmen sollst. Das ist was ganz anderes. Aber dadurch, dass du dir viele Sorgen machst, die Ängste behalten lässt, dadurch wird das tatsächlich nicht besser. Und wenn du dann diese innere Ruhe hast, dann kannst du vielleicht nachdenken. Und du stellst sowas fest wie, das Haus, das können sie mir nicht wegwenden, weil das gehört mir gar nicht. Was ich dir sagen will, die werden plötzlich Dinge auffallen, die dir in der Panik nicht auffallen. Und du wirst Wege sehen können, die du nicht erkennst, solange du in diesem Panikmodus bist. Oder du erkennst ganz einfach, die Steuer ist ja falsch berechnet. Nein, ich habe nicht 20.000 zu zahlen, ich bekomme 20.000 wieder. Das ist alles erledigt. Aber tatsächlich, das ist was Typisches, dass im Prozess alles zusammenbricht. Dein ganzes Leben. Das, was du erkennen sollst, ist einfach, dass du geschützt und geführt bist und dass dir nichts passieren kann. Selbst, wenn es dir noch so schlecht geht. Selbst, wenn du tatsächlich aus dem letzten Loch pfeifst. Das sage ich nicht aus der Theorie, das sage ich tatsächlich aus der Praxis. Denn wenn ich auf meinen Prozess zurückblicke, dann habe ich erst meinen Job verloren, dann meine Ehe, anschließend gab es noch familiäre Probleme, dann wäre ich fast obdachlos geworden, anschließend hätte ich fast meinen Vater verloren. Und meine Zwillingsflamme, die ich auf diesem Weg kennengelernt hatte, ja, die hatte ich auch verloren. Scheinbar. Aber wenn ich heute schaue, dann ist meine Wohnung viel schöner, als es war. Dann sind meine Umstände viel besser, als es jemals war. Dann habe ich die Zuwendung von meinem Zwillingsflämmchen. Dann habe ich eine wundervolle Familie. Und es geht mir finanziell ziemlich gut. Auch wenn ich wieder eine Krise durchgemacht habe. Aber das erschüttert mich nicht mehr. Zeiten der Krise sind Zeiten des Wachstums. Und das ist nicht dahergeplappert. Tatsächlich brauchte ich diese Situation, damit ich zu meiner Vermieterin hinging und sagte, ich kann dir die Miete nicht zahlen. Und ich sagte ihr, ich habe noch ein Konto in Spanien, da liegt Geld. Aber ich habe kein Geld, um den Flug dahin zu bezahlen, weil ich muss persönlich dahin gehen und die Kontosperrung aufheben.
Und weißt du, was meine Vermieterin dann gemacht hat? Sie hat mir den Flug bezahlt. Ich bin dann nach Spanien und ich habe dann mein Konto wieder eröffnet, also wieder geöffnet und habe mir das einfach überwiesen. Abgekündigt und bin hier geblieben. Ja, mein Vater hat sich erholt. Ein Zwillingsflämmchen fing wieder an, mir zu schreiben. Und ja, selbst mit meiner Ex-Frau. Da wurde es wieder stabiler. Und der Kontakt mit meinen Kindern wurde wieder besser. Und nicht zuletzt fing ich an, Geld zu verdienen. Genügend Geld, um meinen Lebensunterhalt tatsächlich zu bestreiten. Und zwar nicht mit etwas, was ich ungern machte, sondern mit etwas, was ich unglaublich gern gemacht habe. Also was ist in der Krise passiert? In der Krise wurden meine Kräfte mobilisiert. Und das ist entscheidend zu wissen. In der Krise werden deine Kräfte mobilisiert. In der Krise lernst du, deine Ängste zu überwinden. Du kannst nicht lernen zu vertrauen. Wenn du 1 Million Euro auf dem Konto hast, eine Villa und gesicherte Einnahmen und eine Dualseele immer bei dir ist. Nein, dann lernst du nicht zu vertrauen. Du lernst zu vertrauen, wenn du pleite bist, wenn du nicht mehr weißt, wo du wohnen sollst, wenn du nicht mehr weißt, wovon du essen sollst. Wenn deine Familie zerbricht. Wenn du nicht mehr weißt, woher du die Miete zahlen sollst. Und du dann merkst, ich werde getragen. Für alles öffnen sich Türen. Dann lernst du zu vertrauen. Vorher nicht. Also merke, der Coach, den du brauchst, der ist im Spiegel. Der Coach im Außen, den du brauchst, das ist derjenige, der dich lehrt, den Spiegel zu erkennen. Das ist der, der dich zu deinem inneren Lehrer führt. Das Thema, um das es geht, das wirst du erkennen. Und die Methode, um dieses Thema aufzulösen, die wird sich dir zeigen. Es gibt keine geheime Technik. Es gibt nicht den Coach. Es gibt nicht das Thema. Aber das erkennst du erst, wenn du dich führen lässt und die Reise genießt.